Diese Bilder haben britische Kunden von Thomas Cook auf Twitter veröffentlicht. Sie sollen zeigen, wie Touristen in einem tunesischen Hotel festgehalten werden. Angeblich befürchtet der Betreiber, bei einer Pleite von Thomas Cook nicht mehr an sein Geld zu kommen. Wegen des möglichen Bankrotts drohen etwa 600.000 Urlauber weltweit zu stranden, unter ihnen 160.000 aus Großbritannien. London lässt sein Verteidigungsministerium deshalb jetzt ihre Rückholung vorbereiten. Es wäre die größte derartige Mission, die das Vereinigte Königreich in Friedenszeiten je erlebt hat. Thomas Cook hofft aber auch auf finanzielle Hilfen der britischen Regierung. Wie am Samstag aus Verhandlungskreisen durchsickerte, ist Thomas Cook mit der Beschaffung der dringend benötigten Gelder von privaten Investoren gescheitert. Erst am Freitag hatte das Unternehmen angekündigt, zusätzlich zu einem von privaten Investoren zugesagten Rettungspaket in Höhe von 900 Millionen Pfund weitere 200 Millionen zu benötigen, um eine Pleite abzuwenden. Insgesamt sind 22.000 Arbeitsplätze in Gefahr, davon allein 9.000 in Großbritannien.